Es geht weiter bei Batman Arkham Asylum mit dem zweiten Part und wir gehen Zazz besuchen. Na? Gott sei Dank, es ist Zazz. Oh mein Gott. Mike, er wurde an den Stuhl geschnallt. Zazz ist völlig durchgeknallt. Ja, der ist immer durchgeknallt. Guckt euch den Typen doch mal an, ey. Wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Weiß er schon. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Na, macht es dir Spaß, Leute zu quälen, du hässliches Gesicht? So, dann gehen wir mal hier schön rauf in unserem Galopp. Weil wir so schnell sind. Natürlich, laufen ist viel cooler. Das Posen noch ein bisschen drinnen. Wo ist deine behandelte Ärztin von Victor? Victor Zazz heißt er? Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Das ist eine gute Frage. Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Ich hau ihn zusammen und... Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Ja, wie gesagt, er muss es. Er braucht diesen Strich auf seinem Körper. Zazz hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach das, ja, bitte. Ich verklopp ihn zu Brei. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Okay, ich muss hinter ihn. Ich muss nah genug an Zazz ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Diese alten Wasserschweine sollten ein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. So. Und jetzt sind wir hinter ihm. Bams. Zazz ist am Boden, aber nicht lange. Bams! Kopf! Hinterkopfbehandlung. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Muss ich dir auch was zeigen? Einen Moment, Batman. Für den alten Mann ein. Ja, der ist auch kacke. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Uiuiui. Eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut, B-Man. Bams. Naja, okay. Da kann man jetzt auch noch ein bisschen was, kann ich über sie erzählen, aber erst, wenn die aufgehört Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Uiuiui. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingefangen. So, und schön weg. Die Aufsicht sollte das Tor runter. Also, ich kann euch jetzt ein bisschen was über... Sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Ich kann, wie gesagt, ich kann euch jetzt noch ein bisschen was Batman, über... Batman, du kannst jetzt den Wächter vom... Mann, lass mich doch ausreden! Rief noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel! Wer ist das hinter... Was zum... Es ist Joker! Er ist frei! Wie konnte er ausbrechen? Ja, eben wie gesagt. Der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Nigma ist auch da. Ich versuch's weiter. Hallo Nigma, du altes Stiftzimmer. Pam, also, kann ich euch über zwei Leute was erzählen. Also erstens mal, Harley Quinn war selber mal Ärztin in Arkham und hat den Joker betreut, hat sich aber dann in ihn verliebt. Und deswegen hat sie sich jetzt den angezogen. Kopfschmerzmodus. Okay. Ja, bevor ich zu den hässlichen Köpfen gehe, wie gesagt, okay. Sie hat sich dann in ihn verliebt und hat ihm auch geholfen auszubrechen. Und der Joker macht sie eigentlich lieber fertig, als ihr den Liebesbeweis zu geben, die sie ihm immer gibt. Und ja, Edward Nigma sollte eigentlich jeder kennen. Edward Nigma ist der Riddler. Der war früher mal bei Wayne Enterprises angestellt, hat dann mit Hirnströmen und IQ-Sachen herumgeforscht und hat es dann geschafft, durch eine Maschine den IQ anderer Leute zu
ja, auszulutschen, sozusagen, kann man dem sagen. Und deswegen wurde er zum klügsten Mann der Welt, außer der einzige, der immer noch smart genug ist, mit ihm was zu machen, ist Batman. Und jetzt kloppen wir Leute zu Brei. Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen. Oh Gott. Bereich versiegelt. Das ist Jokergas. Da müssen wir aufpassen. Was ist das für ein Zeug? Jokergas. Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Ja. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ja, mach ich doch. Oh, F. Whee! So. Weg damit. Ich kann Leute sehen. Sie bewegen. So, klar. Weg damit, weil ich Muskeln habe aus Stahl. Und jetzt gehe ich hier rein. Ja, und so wurde der Riddler zum Riddler. Und eigentlich das hat er nicht so viele Auftritte, aber er ist trotzdem der Joker. Hat es geplant. Okay. Hier drüben! Bitte! Wache, Ben. Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Thanks. Batman ist hier! Halt noch ein bisschen länger durch, Steve! Ich kann nicht! Ich falle! Steve versuchte, die Ventilatorsteuerung zu erreichen und den Raum zu entlüften, als es explodierte. Okay, wo ist die erste Entgiftungsanlage? Braucht die nämlich? Da war doch jetzt gerade was. Ah, da war doch wieder was. Irgendwie muss doch hier was sein. Okay, der ist immer noch voller Gas. Ich komme hier nicht rüber. Bitte, du musst Steve helfen. Er hält nicht länger durch. Ja, ich weiß nicht mal, wo die erste Entlüftungsding ist. Oh, ist sich noch was runtergefallen. Aha, das sind diese blöde Joker. Wo ist diese? Das ist sie nicht. Das ist eine gute. Aha. Blindfisch, okay. Hoch da. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser. Komm hoch, Digga. Ich sauber einen Schlag auf den Hinterkopf. Ja, das macht einen Schmerz. Okay. Erste, was er macht, geht weg. Der erste Teil des Giftgases. Oder hat es hier nur einen Ventilator? Weiß ich gar nicht. Achtung, Luftreinheit ist wieder auf Normallevel. Entgiftungsraum ist jetzt gestattet. Batman ist mit uns hier unten. Los, Batman! Joker hat keine. Ich hab gesehen, was du da drin gemacht hast, Batman. Das war okay, gut. Okay, dann kann ich hier durch. Gehen wir mal auf die andere Seite und suchen den Joker, den alten Witzemacher. Okay, hier komm ich. Ah, ihr müsst wissen, ihr seid Joker nichts wert. Ihr seid. Kacke. Ha, ha. Oh, zwei hässliche Köpfe. Sehr gut. Dann seid ihr hässlich. Okay. Mal schauen, was sonst noch so hier nebenan ist. Nix. Ah, wir haben es ja nicht so eilig. Ich bin Batman. Batman hat es nie eilig. Okay, außer der Joker bedroht Leute, was er ja auch macht. Na, du hässliches Stück Zement, bin ich wieder da. Wieso hast du so lange gebraucht? Ich wollte Party machen, mein Lieber.
Es gibt keinen Entkommen, Joker. Ich will mein alles. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh Gott, was ist denn da drin? Oh mein Gott, ist der hässlich. Oh, ist der groß. Nein, der ist nicht groß, der ist hässlich. Mein Gott, der hat zu viel Steroide gefressen, der arme Kerl. Also ihr habt gesehen, Leute, fress nie zu viel Steroide, was sonst mit euch passiert. Nein! Oh, Wichsen! Na, du hässliches Stück Zement, ist da noch mal was? Komm! Daneben, du hässliches Arsch! Da hinten! Na, oh, bist du noch mal was ins Gesicht, hä? Lilla. Daneben! Boah, wie stylisch ist das. Nix da. Bist du noch mal was? Lilla noch mal. Hässliche mit seinem Schmetterwurf mir was anhaben kann. Der will nochmal mit Leichen werfen. Nichts da. Nichts mit Leichen werfen. Das ist nicht cool, hä? Komm nur her, Digga. Komm nur her. Naja, jetzt fisst ihn das Titanium auf, hä? Du hässliches Gesicht. Der hat so viele Steroide gefressen. Da. Ich brauche wohl stärkere Versuche. Brauchst du, Dicker? Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus. Kann ich nicht. Weil ich dich töten würde und das macht Batman nicht. Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Er ist und bleibt einfach der geilste Charakter. Ich liebe den Joker. Ah, Gott. Plötzlich in 3 Sekunden wird er wieder. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Du hast ein Wayne-Tech-Upgrade freigeschaltet. Okay. Okay. Weiter. Aha. Spezial-Kombo-Wurf. Verbessern. Okay. Ausschalten, Spezial-Kombo. Ich möchte eigentlich den... wie viel kostet mich das? Steht das da irgendwo? Aha, okay. Ja, ich muss hier sowieso einen kleinen Schnitt machen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Part. Batman, ich bin hier.